Die Erde in 200 Millionen Jahren. Eine einzige gewaltige Landmasse, umgeben von einem unendlich erscheinenden Ozean, prägt das Bild dieser Welt. In 200 Millionen Jahren werden die Kontinente eine einzige riesige Landmasse bilden. Dies hat es in der Erdgeschichte schon einmal gegeben. Vor 200 Millionen Jahren waren alle Erdteile zu dem Superkontinent Pangäa verschmolzen. In weiteren 200 Millionen Jahren wird es vermutlich einen zweiten Superkontinent geben, eingeschlossen von einem Superozean. Der neue Superkontinent ist von unbekannten Wesen bevölkert. Ein Massensterben 100 Millionen Jahre zuvor hatte über 90% aller Arten ausgelöscht. Und die Evolution war einmal mehr völlig neue Wege gegangen. Vulkane vergifteten in der Erdgeschichte mehrfach die Atmosphäre und verdunkelten mit enormen Staubwolken den Himmel. Die Folge war jedes Mal ein Massensterben. Von einem Massensterben spricht man dann, wenn ein wesentlicher Prozentsatz aller auf diesem Planeten lebender Arten innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums verschwinden. Für einen Geologen sind das 10, 15 oder 20.000 Jahre, aber im Vergleich zu den Millionen Jahren, von denen wir reden, ist das wie nichts. Und was bleibt übrig? Nur die wenigen Generalisten, die es schaffen, sich an die dramatischen Veränderungen anzupassen. Wer überlebt schließlich ein zukünftiges Massensterben? Wahrscheinlich ein Wesen, von dem es niemand erwartet hätte. Es ist nicht wirklich vorhersehbar. Die Geschöpfe des Meeres und Landbewohner sind von der Katastrophe gleichermaßen betroffen. Zum Beispiel fast alle Fische verschwanden für immer aus den Weiten des Ozeans. An ihre Stelle traten andere Lebewesen. In 200 Millionen Jahren bevölkern Silberlinge die Wassermassen mit zahllosen Arten. Wenn man aufs Meer hinausfährt und ein Planktonnetz auswirft, fängt man eine ganze Menge kleiner Krustentierchen. Die Larven von zahlreichen Krabbenarten, von Krebsen und Hummern, deren ausgewachsene Verwandte den Meeresboden bewohnen. Diese Larvenstadien sind ziemlich winzig und sie wachsen auch nicht. Um geschlechtsreif zu werden, müssen sie die Metamorphose zum Erwachsenenstadium durchmachen und auf dem Meeresboden weiterleben. Was wäre aber, wenn diese Winzlinge sich schon als Larven fortpflanzen konnten? Eine solche Veränderung hat es in der Evolution immer wieder gegeben. Wo immer es Larven oder anderen Frühstadien gelingt, sich zu vermehren, ohne eine erwachsene Form ausbilden zu müssen, scheinen völlig neue Organismen zu entstehen. Einige Krustentierlarven könnten diesen Weg beschreiten und so ein zukünftiges Massensterben überstehen, während andere, die weiterhin auf Metamorphose angewiesen sind, möglicherweise für immer verschwinden. Dieser evolutionäre Trick heißt Neotonie. Nach dem Aussterben der meisten Fischarten eroberten die Silberlinge fast alle Lebensräume im Meer, von der Oberfläche bis zu den lichtlosen Zonen der Tiefsee. In der ewigen Dunkelheit am Grunde der Ozeane überdauerte allerdings auch eine sehr alte Tiergruppe. Die Haie der Gegenwart sind wunderbare Tiere. Sie haben bereits in der Vergangenheit Massensterben überstanden. Sie werden auch in der Zukunft überleben. Denn sie besitzen schon heute eine Menge außergewöhnlicher Fähigkeiten, zum Beispiel ihren Wahrnehmungsapparat. Verschiedene Sensoren am Kopf eines Hais nehmen Gerüche, Bewegungen und elektrische Impulse wahr. Diese Informationen werden von einem recht simplen Gehirn direkt in Aktionen umgesetzt. Der Rudelhai nutzt dieses schlichte System nicht nur, um das Verhalten eines Tieres zu steuern, sondern das einer ganzen Gruppe.
In einer Reihe angeordnete, biolumineszierende Flecken leuchten auf, wenn ein Tier eine Nahrungsquelle geortet hat. Die Geschwindigkeit der Leuchtsignale steigt mit der Stärke des empfangenen Reizes an. Die Rudelhaie durchkämmen den globalen Ozean in weit auseinandergezogenen Reihen. Nur durch eine solche gemeinsame Rasterfahndung ist es ihnen überhaupt möglich, ihre in dem gewaltigen Ozean weit verstreut lebenden Beutetiere auszumachen. Sobald einer der Haie Nahrung aufgespürt hat, weiß das gesamte Rudel Bescheid und nimmt die Verfolgung auf. Ihr Opfer ist zunächst im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar. Gegen Rudelhaie hilft die aufwendige Tarnung jedoch wenig. Sind sie einmal nah genug herangekommen, können sie die elektrischen Ströme im Nervensystem ihrer Beute orten. Schließlich ist der rund 40 Meter lange Regenbogenkalmar, ein anderer vertraut aussehender Überlebender des Massensterbens, umzingelt. Und seine Tarnung bricht zusammen. Welches Geheimnis der Tiefe sorgt dafür, dass Lebewesen hier ein Massensterben überdauern können? Die Antwort liegt auf dem Meeresboden. In mehreren tausend Metern Tiefe erheben sich in totaler Finsternis die Vulkane des mittelozeanischen Rückens, die Black Smokers. Sie heizen das Wasser am Meeresgrund und sind von Bakterien bedeckt, die ihre Energie nicht aus Sonnenlicht, sondern aus Chemikalien beziehen. Diese bilden die Grundlage eines einzigartigen Ökosystems, das völlig unabhängig von der Sonne ist. Die Lebewesen hier unten würden von einem Massensterben an der Oberfläche kaum etwas bemerken. Dieses abgelegene Refugium wird vermutlich so lange existieren wie das Leben selbst. Andere Rückzugsgebiete entstehen erst im Laufe der Zeit. Als die Kontinente sich über 200 Millionen Jahre immer weiter annäherten, entstanden ausgedehnte Höhlensysteme in den dicken Kalksteinsedimenten. Nach und nach fanden marine Lebensformen ihren Weg in diese dunkle Welt. Die ersten Bewohner dieser Höhlen waren lumineszierende Bakterien, die Mineralien aus dem Kalkstein absorbierten und, wie die Schwefelbakterien der Tiefsee, schließlich zur Basis eines neuen Ökosystems wurden. Dunkelwürmer weiden die Bakterienrasen ab. Gewaltige Raubwürmer verspeisen wiederum die Dunkelwürmer. Das Schlingband ist ein fleischfressender Wurm von immerhin einem Meter Länge. Außer dem sanften Schimmer, der von den Bakterien ausgeht, ist es völlig dunkel in dieser Unterwelt. Ein Gärtnerwurm wie dieser erzeugt beim Schwimmen allerdings Wirbel im Wasser, die das Schlingband wahrnehmen kann. Der Räuber folgt einer solchen Spur mit tödlicher Präzision in vollkommener Dunkelheit. Allerdings hat auch der Gärtnerwurm einige Tricks auf Lager. Er stößt eine Wolke von übelschmeckender Flüssigkeit aus, die das Schlingband verwirrt und dem Gärtnerwurm einen ausreichend großen Vorsprung verschafft, um schließlich zu entkommen. All diese unterschiedlichen Höhlenwürmer stammen von einem einzigen Vorfahren ab. Einem marinen Wurm, der das Massensterben überlebte und in dieses Höhlensystem gelangte.
Aus ihm entwickelten sich viele unterschiedliche Arten, die alle optimal an das Leben in immerwährender Finsternis angepasst sind. Aber nicht alle Höhlen sind dunkel. An einigen Orten gibt es Verbindungen zu der hellen Welt der Oberfläche. Diese Ausgänge sind überlebensnotwendig für den Gärtnerwurm. Gärtnerwürmer verlassen regelmäßig die Unterwelt, um ein Sonnenbad zu nehmen. Denn dies ist die Art und Weise, wie sie Energie gewinnen. Die fleischigen, blattartigen Strukturen, die die Würmer von ihrem Körper abspreizen, sobald sie an die Oberfläche kommen, arbeiten ganz ähnlich wie wirkliche Blätter. Einzellige Algen, die ursprünglich in Symbiose mit den Würmern lebten, wurden zu Zellorganellen, mit denen der Gärtnerwurm Photosynthese betreibt. Es ist schon eine komische Sache, aber viele Tiere leben in Symbiose mit Algen. Es gibt Blattwürmer, die in kräftigem Grün leuchten, weil sie Algen enthalten. Sie besitzen keinerlei Mägen, denn sie absorbieren ihre Nahrung direkt von den Algen. Sie müssen allerdings regelmäßig ein Sonnenbad nehmen, um ihre Nahrung anbauen zu können. Während der Menschenära waren Convoluta-Würmer an vielen Stränden zu finden. Sie nutzten die Ebbe, um Sonnenlicht zu tanken. Sobald die Flut zurückkam, verschwanden die grünen Würmer sofort wieder im Sand, um hungrigen Unterwasserjägern zu entgehen. Die Gärtnerwürmer sind ebenfalls auf der Hut, und das aus gutem Grund. Rund um die wenigen Wasserlöcher erstreckt sich über Tausende von Kilometern eine lebensfeindliche, leere Wüste. In 200 Millionen Jahren sieht es fast überall so aus. 90% der Landmasse ist eine glutheiße Einöde. Und auch dies ist eine Folge der neuen Anordnung der Kontinente. In 200 Millionen Jahren werden die Kontinente wieder einen einzigen großen Superkontinent, der sich vorwiegend über den Norden unserer Halbkugel erstreckt, bilden. So eine große Landmasse bringt unweigerlich mit sich, dass ihr Zentrum sehr, sehr trocken wird. Etwa vergleichbar zur heutigen Wüste Gobi wird das Zentrum dieses Superkontinents eine einzige große Wüste bilden, wo oft über Jahrzehnte kein einziger Tropfen Regen fallen wird. Diese Wüste erreicht einen Durchmesser von 6000 Kilometern. Aber sogar in einer solch gewaltigen Einöde gibt es Leben. Die vollklimatisierten Städte der Wüstenbewohner reichen bis zum Horizont. Eine der wenigen Organismengruppen, die überleben könnten, sind Insekten. Insekten gibt es schon außerordentlich lange. Vor 400 Millionen Jahren stiegen ihre Vorfahren aus den Ozeanen und besiedelten das Land gemeinsam mit den ersten Pflanzen. Sie haben alles überlebt, was die Natur in der Zwischenzeit mit ihnen angestellt hat. Und ich habe keinerlei Zweifel, dass es, was immer geschieht, auch in Zukunft Insekten geben wird. Gigamiten, Nachkommen der Termiten, überlebten in der Wüste. Wie ihre Vorfahren sind Gigamiten Vegetarier. Allerdings ist das einzig Pflanzliche in dieser Wüste Bestandteil eines Tieres. Um den Gärtnerwurm dingfest zu machen, bespritzen ihn hochspezialisierte Leimspucker mit einer klebrigen Masse, die ihn in seiner Bewegungsfreiheit so weit behindert, dass die Angreifer einige seiner Algenblätter abtrennen können. Schließlich kann sich der Wurm befreien. Aber die Gigamiten haben ihr Ziel erreicht und einige Algenzellen erbeutet. Die Termiten der Zukunft haben das Kastensystem, das sie schon heute besitzen, weiterentwickelt. Sie haben jetzt eine Transporterkaste, die darauf spezialisiert ist, alle anderen Termiten dorthin zu bringen, wo sie wiederum ihre verschiedenen Aufgaben innerhalb der Kolonie erfüllen. Sie schleppen die Soldaten dorthin, wo sie gebraucht werden.
die Felsbohrer zu einem anderen Platz. Das ganze System hat einen höheren Level der Komplexität erreicht. Die Bauten der Gigamiten sind ebenso komplex wie ihr soziales Zusammenleben. Sie schützen nicht nur vor der brütenden Sonne, sondern sorgen mit Hilfe durchsichtiger Fenster dafür, dass Licht ins Innere des Baus fällt. Hier befinden sich spezielle Räume, Gewächshäuser mit hängenden Gärten, in denen sie die Algen kultivieren, die sie den Gärtnerwürmern gestohlen haben. Am Boden des Nestes befindet sich eine Art Klimaanlage. Ein ausgeklügeltes Röhrensystem wird von den Gigamiten stets feucht gehalten. Das Wasser verdunstet, kühlt die Leitungen und diese wiederum die Treibhäuser. Die kalte Luft sinkt schließlich nach unten und erzeugt eine komplizierte Zirkulation innerhalb des Schachtsystems, die kohlendioxidreiche Luft vom Nest in das Treibhaus transportiert und sauerstoffhaltige Luft vom Treibhaus ins Nest. Das gesamte System ist von Wasser abhängig. Um an die Wasservorräte der Wüste heranzukommen, produzieren Felsbohrer-Gigamiten Salzsäure, die den harten Kalkstein durchdringt. Die Röhren und Tunnel, die auf diese Weise entstehen, führen rund 10 Meter in die Tiefe. Transporter-Gigamiten benutzen diese Tunnel, um die Vertreter einer weiteren Kaste in die Tiefe zum Wasser zu bringen. Wasserbeutel-Gigamiten. Angeschwollen von der aufgenommenen Flüssigkeit werden die Wasserbeutel später wieder durch die Tunnel zurück in das Nest gebracht. Hier dienen die Wasserbeutel-Gigamiten als lebendes Bewässerungssystem. Gefiltertes Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid schaffen ideale Lebensbedingungen für die Algen. Sie gedeihen so gut, dass sich die gesamte Kolonie der Gigamiten von ihnen ernähren kann. Außerhalb der Insektenfestung steigen die Temperaturen am Tag auf über 50 Grad Celsius und die Wüste scheint über Tausende von Kilometern leblos und leer. Dagegen konnte sich das Leben im globalen Ozean seit dem Massensterben vor 100 Millionen Jahren gut erholen. Silberlinge haben den Platz der Fische in der warmen, sonnendurchfluteten Unterwasserwelt des globalen Ozeans übernommen. Und über der Oberfläche entwickelten sich noch fremdartigere Lebewesen, um an die Stelle der Meeresvögel zu treten. Diese bizarren Flieger sind Flische. Flische sehen auf den ersten Blick ein wenig wie Vögel aus. Sie sind bunt und schlagen mit ihren Flügeln, aber sie haben sich völlig unabhängig entwickelt, aus ganz anderen Vorfahren. Flische entwickelten sich, wie der Name nahelegt, aus Fischen. Bereits während der Menschenära gab es einige Fische, die das Wasser verlassen konnten. Einige Arten konnten sogar kurze Distanzen über die Oberfläche gleiten. Selbstständiges Fliegen hatten sie allerdings nicht entwickelt. Die direkten Vorfahren der Flische brachten Muskeln an ihren Brustflossen hervor, die sie zunächst zur Fortbewegung unter Wasser benutzten.
Sobald ein Tier seine vorderen Gliedmaßen bewegen kann und die Muskulatur um die Basis der Flossen entwickelt hat, dann ist es eigentlich ganz einfach, in die Luft zu steigen. Man kann sich vorstellen, wie das Tier aus dem Wasser springt, um einem Räuber zu entkommen. Der einfachste Fluchtweg ist der in die Luft, weil der Feind es da nicht sehen kann. Dass Fische fliegen lernen, klingt recht unwahrscheinlich. Aber Ähnliches ist in der Vergangenheit wiederholt geschehen. Bei Wirbeltieren hat sich das Fliegen mindestens dreimal entwickelt. Jedes Mal benutzten die Tiere ihre vorderen Gliedmaßen zum Fliegen, genau den Knochen, der unserem Arm entspricht. Aber die Art und Weise, wie die Anatomie sich verändert hat, ist ziemlich unterschiedlich. Jedes Mal war das Ergebnis sehr ähnlich. Man benötigt eine große Oberfläche, die man bewegen und kontrollieren kann, um aerodynamische Kräfte nutzen zu können, die man zum Fliegen braucht. Alle diese Tiere benutzten mehr oder weniger die gleichen Knochen, den Oberarm, den Unterarm und die Knochen der Hand. Bei den Vögeln verschwand der größte Teil der Hand. Es gibt nur zwei Finger, die miteinander verschmolzen sind und die Federn, die am Ende der Hand entspringen und die Hauptoberfläche für das Fliegen schaffen. Fledermäuse nutzen dagegen alle fünf Finger. Die Finger sind gespreizt und eine Haut spannt sich zwischen den Fingerspitzen. Diese Haut formt den Flügel. Ganz ähnlich waren die Pterosaurier ausgestattet, die dritte Gruppe der fliegenden Wirbeltiere. Sie lebten zur Zeit der Dinosaurier. Die Struktur eines Fischflügels unterscheidet sich wiederum in einigen Details von den anderen. Aber die Physik des Fliegens erfordert, dass alle Flügel mehr oder weniger gleich aussehen und auf gleiche Weise benutzt werden. Man nennt eine solche parallele Entwicklung auch konvergente Evolution. In 200 Millionen Jahren gleiten Flische über den Ozean und suchen die glitzernden Muster, die ein Schwarm Silberlinge dicht unter der Oberfläche erzeugt. Aber nicht alles ist, was es zu sein scheint. Der angebliche Silberlingschwarm war nichts weiter als das Spiel von hellen und dunklen Mustern auf dem Rücken eines gigantischen Regenbogenkalmars. 200 Millionen Jahre in der Zukunft sehen Kalmare noch immer so aus wie ihre Vorfahren zur Zeit des Menschen. Regenbogenkalmare haben allerdings die Kontrolle über ihre Körperoberfläche und ihre Färbung perfektioniert. Selbst für diesen Silberling ist der 40 Meter lange Kalmar völlig unsichtbar, solange er die Farbe und die Muster von Wasser, Licht und Wellen imitiert. Nur wenn der Silberling zu nah kommt, ändert der Kalmar blitzschnell sein Erscheinungsbild und zeigt ein Schauspiel aus spektakulären Warnfarben und pulsierenden Mustern. Schon die Tintenfische der Menschenära waren in der Lage, erstaunliche Farben und Muster zu erzeugen. Ihre Haut enthielt hochspezialisierte Zellen, sogenannte Chromatophoren. Das sind Zellen in der Haut, winzige Säckchen, die Pigmente enthalten, eingeschlossen in eine Muskelhülle, die geöffnet und geschlossen werden kann. Wenn die Säckchen geöffnet sind, kann man den Farbpunkt sehen, sonst nicht. Unterschiedliche Farben können durch das Zusammenspiel verschiedener Chromatophoren hergestellt werden. Das Erstaunlichste aber ist, jede dieser Farbzellen wird über einen oder sogar mehrere Nerven direkt vom Hirn gesteuert. Die Gestaltung der detailreichen Muster wird also von einem umfangreichen Nervensystem gesteuert, das wiederum ein außergewöhnlich großes Gehirn erfordert. Alle heute lebenden Kopffüßer sind äußerst intelligent, wenn man Hirngröße im Verhältnis zur Körpergröße betrachtet. Das ist zwar ein grober Hinweis, vergleicht man aber verschiedene Tiergruppen, dann erreicht der Kalmar am ehesten den Level eines Vogels und ist einem Fisch zum Beispiel haushoch überlegen. In 200 Millionen Jahren wäre der Kalmar, wenn er sein Nervensystem weiterhin so verfeinert wie bisher, ein ziemlich intelligentes Tier. Die Kalmare der Zukunft stellen hochkomplizierte Muster her. Wie einen gigantischen Videoschirm nutzen sie ihren gesamten Körper, um mit Artgenossen zu kommunizieren.
Einige Arten kombinieren ihre Farbzellen mit biolumineszierenden Substanzen und erhellen die Nacht mit einem Feuerwerk aus Licht. Diese außergewöhnliche Lightshow dient der Werbung. Männchen treffen sich an einem bestimmten Ort und konkurrieren um die Gunst der Weibchen. Sie zeigen immer spektakulärere Lichtmuster und werben damit für ihre Fähigkeit als Jäger. Nur die Männchen, die in der Lage sind, besonders komplizierte Muster zu erzeugen, erhalten eine Chance, sich fortzupflanzen. Der globale Ozean ist viel wärmer als die Meere der Menschenzeit. Und wie überall in tropischen Gewässern bilden sich auch hier regelmäßig heftige Stürme. Die stärksten Hurrikans, die wir heute haben, bewegen sich mit etwa 300 Kilometern pro Stunde. Allerdings können über wärmerem Wasser Leichtstürme mit 360, 390 Kilometern pro Stunde entstehen. Stellt man sich einen heutigen Hurrikan vor, die Sorte, die Florida heimsucht, dann muss man 50% zu allem dazuzählen. 50% höhere Windstärke, Regen, Zerstörungskraft. Die Lebewesen an Land oder auf See sind diesen Superstürmen hilflos ausgeliefert. Die Winde transportieren ihre Opfer weit ins Landesinnere, über die ausgedehnten Bergketten hinweg, die entlang der Ostküste des Kontinents verlaufen. Wenn der Sturm sich legt, befinden sich die Meeresbewohner an einem weit entfernten Ort, an dem sie niemals überleben könnten, in der unendlich scheinenden Wüste des Superkontinents Pangaea II. Dies ist der heißeste Teil der Wüste. Er liegt im Regenschatten der Bergkette. An den Hängen dieses Gebirges verlieren die Winde all ihren Regen, sodass das Hinterland immer knochentrocken bleibt. Jedes Jahr sterben eine große Anzahl Flische auf diese Weise in der Wüste. Sie wurden mit der Zeit ein fester Bestandteil in der Nahrungskette dieses kargen Lebensraums. Lauskäfer beispielsweise ernähren sich ausschließlich von Flischen. Man braucht ein Tier mit einem sehr gut ausgebildeten Sensorsystem, damit es, sobald Nahrung verfügbar ist, diese auch finden kann. Es muss sich schnell bewegen können, über jede erforderliche Distanz, um jede Nahrungsquelle sofort nutzen zu können. Einige Insekten des Menschenzeitalters besaßen bereits hochempfindliche Sensorsysteme, ihre Antennen. Aber Antennen sind groß und erzeugen einen nicht unerheblichen Luftwiderstand. Daher besitzt der Lauskäfer über den ganzen Körper verteilt eine große Anzahl von langen Sensorhaaren, die mit speziellen Geruchsorganen ausgestattet sind. Diese können selbst winzigste Spuren der chemischen Substanzen wahrnehmen, die von einem toten Fleisch ausgehen. Die Sensorhaare an den Flügeldecken können genauso wie die Antennen zusammengefaltet werden, um den Luftwiderstand zu verringern. Der zwiebelförmige Körper ist aerodynamisch und bietet Platz für Energiereserven. Trotzdem kann ein Lauskäfer maximal 24 Stunden lang fliegen. Nicht immer lang genug, um in einer so riesigen Wüste einen Fleischkadaver zu finden. Aber selbst der Fund der ersehnten Nahrungsquelle sichert noch nicht den endgültigen Erfolg. Dieser Fleisch ist besetzt. Von einem Ätzwurm. Der Käfer muss unverrichteter Dinge abziehen und sich von Neuem auf die Suche machen. Der Geruch eines toten Fleischs lockt Lauskäfer selbst auf große Distanzen an. Auseinandersetzungen um die seltenen Ressourcen sind vorprogrammiert.
Dies ist das Ende der Reise für den siegreichen Lauskäfer und das Ende seines aufopferungsvollen Lebens. Sein ausgelaugter Körper platzt auseinander und gibt Ätzwürmer frei. Sie sind die Larven des Lauskäfers und haben sich bereits im Körper des Muttertieres aus den Eiern entwickelt. Jetzt nehmen sie den Fischkadaver in Besitz, um ihren Lebenszyklus zu vollenden, Lauskäfer zu werden und den Kadaver zu verlassen, bevor ihn die Sonne völlig austrocknet. Diese Wüste ist gewaltig. Aber ein Teil des Planeten blieb grün. An der Nordwestküste des Superkontinents sorgen sintflutartige Regenfälle für üppiges Pflanzenwachstum. Gigantische Bäume, vor allem Koniferen, bilden einen ausgedehnten Wald. Aber warum regnet es hier so viel und so häufig? Das Land ist den normalen Westwinden ausgesetzt. Aber diese Winde bringen gewaltige Wassermassen mit. Sie sind zuvor über die Oberfläche eines riesigen Ozeans gezogen. Der Lebensraum wird also sehr feucht sein, etwa wie in Seattle oder so ähnlich. Es regnet immer, jeden Tag. Unter den Koniferen gedeihen gigantische Flechten. Sie wachsen aufrecht als kleinere Bäume von bis zu 3 Metern Höhe. Zwischen den Ästen regen sich Waldflische. Sie sind nahe Verwandte der Meeresflische, haben aber den Ozean vollständig verlassen und verbringen ihr gesamtes Leben im Wald. Nachts hängen sie kopfüber unter den Ästen. Sobald das Sonnenlicht verschwindet, befinden sich alle Flische, die nicht zu ihrem Schlafplatz zurückgekehrt sind, in großer Gefahr. Dies ist ihr größter Feind, ein Kriechsauger. Abend für Abend fallen viele Nachzügler dem glibberigen Jäger zum Opfer. Der Kriechsauger ist eine der wundervollsten Visionen für die Zukunft. Diese Organismen sind eigentlich überall um uns herum. Man muss nur wissen, wo. Meistens kann man sie an feuchten Tagen sehen. Sie bewegen sich über den Waldboden, langsam, aber sie bewegen sich. Ein Schleimpilz ist nicht ein einzelner Organismus, sondern besteht aus Millionen von Einzellebewesen. Räuberische Zellen, die über den Boden kriechen und Einzeller verschlingen. In 200 Millionen Jahren sind Schleimpilze besser organisiert und machen Jagd auf viel größere Beute. Was gerade den armen, überraschten Flisch schnappte, war also ein besser organisierter Nachkomme dieser Schleimpilze. Auch ein Kriechsauger muss sich fortpflanzen und neue Lebensräume erobern. Zu diesem Zweck sichert sich der Schleimpilz die Unterstützung eines Urwaldgiganten. Der Kolosskalmar ist ein gigantischer landlebender Tintenfisch. Seine Vorfahren mussten sich an Land mühsam mit ihren Armen voranziehen. Mittlerweile haben sich aus den langen Armen stabile Beine entwickelt. Ein Kolosskalmar hat kein Skelett. Für seine 8 Tonnen Lebendgewicht ist eine Stütze allerdings unerlässlich. Jedes Bein besteht komplett aus Muskeln. Sobald der Kalmar sein Gewicht verlagert, ziehen sich die Muskeln des entsprechenden Beins zusammen. Sie umschließen es wie feste Ringe und stützen es. Große Tiere haben gelegentlich 2, meistens aber 4 Beine, der Kolosskalmar dagegen 8. Obwohl er dieselbe Größe hat wie Tiere, die wir kennen, wird er sich völlig anders fortbewegen.
Er kann zum Beispiel nicht alle Beine auf einer Seite gleichzeitig hochheben, sonst würde er umkippen. Es müssen immer einige Beine am Boden bleiben. Der Kalmar bewegt also das rechte Vorder- und Hinterbein und die mittleren linken. Dann macht er einen Schritt mit den anderen vier Beinen. Auf diese Weise kann er sich vorwärts bewegen. Bei heute lebenden Tieren gibt es diesen Gang nicht. 8 Gliedmaßen dienen dem Koloss Kalmar zum Laufen. 2 der Tentakel seiner Ahnen blieben allerdings als Greifwerkzeuge erhalten. Mit ihnen pflückt er die Früchte der Flechtenbäume. Kolosskalmare haben Augen entwickelt, mit denen sie besonders gut Farben erkennen können. Sogar im dunkelsten Urwald entdecken sie selbst kleinste Objekte, wenn sie nur kräftig gefärbt sind. Das macht sich der Kriechsauger zunutze, indem er das Aussehen eines Fruchtkörpers imitiert. Der Kolosskalmar hat einen Schleimpilz verschluckt und wird nun von dem blinden Passagier als Transportmittel missbraucht. Der Parasit übernimmt sogar die Kontrolle über das Gehirn des Riesen und sorgt dafür, dass er weite Strecken zurücklegt. Der Kriechsauger ist im Inneren des Kolosskalmars. Nun hat er ein Problem. Der Kolosskalmar kann riesige Strecken zurücklegen und dabei den Kriechsauger weiter transportieren, als dieser jemals kriechen könnte. Aber der Sauger ist im Innen. Wie kommt er heraus? In diesem Fall können wir Folgendes vorhersagen. Und das ist keine Science Fiction, denn es gibt heute schon Schnecken, bei denen wir Ähnliches beobachten. Der Kriechsauger ist ja eine Gemeinschaft von Einzellern. Einige dieser Zellen wandern zum Gehirn, infizieren es und beeinflussen das Verhalten des Kolosskalmars. Sie sorgen dafür, dass der Kolosskalmar immer weiterläuft, während sich ein anderer Teil der Zellen in den Luftbeutel des Kalmars begibt, den der Tintenfisch dazu benutzt, Töne zu produzieren. Jetzt muss der Koloss eigentlich nur noch einmal kräftig niesen. Und die Zellen des Kriechsaugers haben eine neue Heimat gefunden. Und wenn der Kolosskalmar die lästige Zellenkolonie auf diese Weise losgeworden ist, kann sich das arme Tier endlich wieder beruhigen. Es hat zwar einen ziemlichen Krummschädel, erholt sich aber nach kurzer Zeit. Kalmare konnten das Land besiedeln, weil ein Massensterben alle Konkurrenten ausgelöscht hatte und die Natur nur selten ein Vakuum duldet. Radikal neue Körperformen, Eigenschaften und Verhaltensweisen sind entstanden. Aber die Evolution hält für manche Organismen eine besondere Überlebensstrategie bereit. Gelegentlich stattet sie einige Geschöpfe mit Intelligenz aus, um mit den vielfältigen Erfordernissen der Lebensräume zurechtzukommen. Kalmare sind schon heute verhältnismäßig intelligente Tiere. Und der quirlige Kletterkalmar ist der cleverste Landtintenfisch von allen. Der Kletterkalmar ist das totale Gegenteil des Kolosskalmars. Sehr schnell und sehr wendig. Er benutzt seine langen Arme, um sich ständig rotierend von Ast zu Ast zu schwingen. Er konnte diese Fortbewegungsart entwickeln, weil er nicht an das Bauprinzip der Wirbeltiere gebunden ist, das die Bewegungsfreiheit beim Hangeln stark einschränkt. Kletterkalmare besitzen eine komplexe Sozialstruktur. Und die Jungtiere lernen ihre Rolle im Verband durch Spielen. Auch die Jagd will geübt sein. Ein Waldflisch ist eine lohnende Beute. Offenbar haben die Kleinen aber noch nicht gelernt, dass auch auf sie Gefahren im Dschungel lauern. Ein Kolosskalmar ergänzt seinen Speisezettel gelegentlich durch eine Fleischmahlzeit. Aber die Kletterkalmare überlassen das Junge nicht einfach seinem Schicksal. Sie sind zwar kleiner als ihr gewaltiger Vetter, aber dafür können sie besser denken. Ihre Strategie ist einfach. Sie belästigen den Angreifer und bewerfen ihn mit allem, was sie erreichen können.
Schließlich verwirren sie den Giganten so sehr, dass das Junge mit einem blitzschnellen Griff gerettet werden kann. Wenn es in 200 Millionen Jahren intelligentes Leben auf der Erde geben sollte, dann sind es die Kopffüßer. Ein Wesen wie der Kletterkalmar folgt ja nur einem Trend, der seit über 400 Millionen Jahren anhält. Nämlich, dass die Kopffüßer immer größere und bessere Gehirne entwickeln. Es gibt keinen Grund, warum sie damit aufhören sollten. In 200 Millionen Jahren hat das Leben auf veränderte Lebensumstände reagiert und eine neue, hochintelligente Lebensform hervorgebracht. Könnte der Wald ein weiteres Mal zum Geburtsort einer Zivilisation werden? Vieles hängt vom Zufall ab. Zufällige Mutationen, zufällige Veränderungen der Lebensräume. Unsere eigene Art ist das Produkt einer Reihe von Zufällen. Der gravierendste ereignete sich sicherlich am Ende der Kreidezeit, als die Dinosaurier durch ein Massensterben ausgelöscht wurden und unsere Vorfahren, kleine Säugetiere, überlebten und die Chance erhielten, sich weiterzuentwickeln. Ob die Evolution den hier angedeuteten Weg gehen wird, kann niemand sagen. Aber nach ihren Gesetzen könnten all diese Wesen entstehen, wenn nicht viel fantastischere.